der Außenminister an den Präsidenten. Am 15. Oktober wurden Mrs. Eden Pedicalis und ihre Kinder aus ihrem Haus in Tanger verschleppt, nachdem man ihre Diener und einen Gast, Sir Joseph Kenyon Smith, brutal ermordet hatte. Joseph! Dieses barbarische Verbrechen ist offenbar von Mulay el-Raisuli. Lachen Sie nicht nochmal über mich. Dem Scherif der Rif-Kabylen, einem der letzten freien Berberfürsten, begangen worden. Ich bin der wahre Hort der Gläubigen, denn in mir fließt das Blut des Propheten und ich bin nichts als der Vollstrecker seines Willens. Es ist meine Politik, amerikanische Bürger zu schützen. Und amerikanische Interessen, wann immer, wo immer sie bedroht werden. Ah! Hey! Oh. Ich bin kein Feigling. Und falls Sie oder irgendeiner dieser Männer hier Hand an mich legen wollen, werde ich mit aller Kraft versuchen, Sie zu töten. Spielen Sie eigentlich Dame? Nein, ich spiele Schach. Besser. Sie sind ganz schön in Schwierigkeiten. Sie hätten den Zug mit dem Läufer nicht machen und mich nicht kidnappen sollen. Beides wird Sie zugrunde richten. Nein, nicht ich entscheide über den Ausgang solcher Dinge. Es ist der Wille Allahs. Präsident Roosevelt wird sich dafür Ihren Kopf holen. Der Wert eines Mannes richtet sich danach, wie viele Gewehre er hat. Hat dieser Roosevelt, hat er auch solche Männer? William, Jennifer. Jennifer, wir machen uns ganz einfach auf und davon. Wir müssen hier die Macht übernehmen und selbst Verhandlungen führen. Die Macht übernehmen? Ich glaube kaum, dass den Franzosen und den Deutschen das gefällt. Ihr verfluchten Diplomaten! Vorwärts! Präsident Roosevelt hat mit dem Mann, der dort drüben gefangen gehalten wird, ein Abkommen getroffen. Und Präsident Roosevelt hält seine Versprechen. Was für ein Gewehr benutzt er? Was meinen Sie? Schicken Sie ihm ein Telegramm und erkundigen Sie sich, was der alte Hund für eine Waffe benutzt.